Hallo und willkommen zurück zu Schöneniers Let's Play Some Magic The Gathering Arena. Tja, wir haben hier dieses Draft gestartet, letzte Folge. Und hatten an sich eine interessante Runde und waren kurz vom Gewinnen. Und dann zieht der Gegner eine einzige Karte, kriegt 7 neue Karten, die 0 kosten und hat ein endlos Combo gemacht. Mit denen er sich immer wieder neue Karten holen konnte, meine unangreifbar machen konnte. Ja, und dann war es vorbei. Richtig ärgerlich, hätte ihn so gut wie überrannt. Und dann hat er so ein Glück, ey. Wenn ich einmal Glück hätte. Bis dahin musste ich mir den Weg schon hart erkämpfen und dann sowas. Da ist Gedankenzerrung wieder. Eigentlich eine schöne Karte, vor allem wenn ich anfange. Dann hat er nämlich gleich nichts auf der Hand und nicht gleich eine starke Kreatur. Schade, aber er fängt scheinbar an. Nee, ich. Er hat nur Kreaturen auf der Hand. Scheiße. Ich hätte das auch meine eigene spielen können, okay. Muss auf jeden Fall angreifen. Geil. Ich hatte eine Bibliothek und kannst davon eine Kreaturenkarte oft vorzeigen. Okay, dann machen wir erstmal einen Angriff. Makler des Blutes. Er hat noch eine Zauberkarte, mit der wir nichts anfangen können. Wenn er noch ein starkes Monster spielt, wäre halt geil. Er holt ihn wieder. Dadurch kann er den jetzt eigentlich jeden Zug spielen, oder? Das ist natürlich kacke, weil meine auch noch fliegend ist. Scheiße. Auf wen macht das denn? Hat er sich meinen Effekt geklaut? Vier auf den Friedhof und 4 Lebenspunkte dazu. Jetzt mach. Ey, das nervt am meisten. Wenn die hier 100 Stunden brauchen. Bei Hearthstone ist dann wenigstens die Runde vorbei. Aber hier ist dann nur die nächste Phase an. Und irgendwie sammelt man dann hier auch diese Hourglasses.
Sanduhren. Ist hier unter deiner Kontrolle wieder ein Spiel. Aber dadurch wird nicht wieder der Effekt ausgelöst. Er greift mit einem Nuller an. Lebt mir meine Kreatur wieder. Alles, okay. Das schwarze oder rote sind sexy. Weg mit dem. Ein Mana erzeugen brauche ich eigentlich gerade nicht. So, ich könnte das da machen. Könnte aber auch angreifen und dadurch würde das getriggert werden. Kann man das spielen? Zahle 6. Damit kriege ich aber nur 5. Okay, also damit kann ich das gar nicht spielen. Dann... Eigentlich ist es scheißegal, auf wen ich es mache. Eine Kreatur hat Flugfähigkeit. Das mache ich mal auf meinen Engelstypen. Der hat keine Karten auf der Hand, also lohnt sich das nicht. Ein bisschen was zum Blocken. Kann ihn halt immer wieder spielen. Okay. Eine Karte davon, die weder Kreatur noch ein Land ist. Er hat aber nur Kreaturen und Länder auf der Hand. Eine getappte Kreatur deiner Wahl, du hältst so jede fliegende Kreatur. Das kann ich. Leider alles nur Hexereien. Mist. Wenn du zum ersten Mal in einem Zug Lebenspunkte verlierst, lege einen 1-Marker. Okay, sehr gut. Wir haben eine Runde gewonnen. Damit kriegen wir schon mal 100 Edelsteine, wenn wir verlieren. Aber ich hoffe, dass wir noch 2-3 Gewinne machen, weil wir brauchen Edelsteine, damit wir uns die hier diesen Pass holen können, diesen Monatspass, wo wir ja jetzt schon Level 47 oder irgendwas sind, von den ganzen Dailies, wodurch wir einige Booster gewinnen würden. Meisterschaftspunkte, aber die sind mir egal, wenn man damit nur Cosmetics freischaltet. Aber nicht nur Booster kriegt man, sondern man kriegt auch Kreaturen, Pets. Und darauf hätte ich eigentlich Bock. So, ich lasse das, weil mit nur 2 Karten anfangen wäre halt doof. Nimm eine davon auf die Hand, lege den Rest unter. Das ist natürlich mies. Ich hatte aber am Anfang echt gedacht, dass das Spiel anders verläuft. Dass man wirklich pro Zug Mana kriegt, immer 1 mehr. Sprich, man startet schon mit einem. Aber das war's auch. Oh nein! Noch so eine starke gleich. Weil hätte ich das gewusst, hätte ich mir nämlich gleich so eine starke auch geholt. Lohnt zwar nicht so richtig, aber aber mit dem Schock und der anderen könnte ich den wenigstens wegkriegen.
Bis zu 3 Karten eine Waffe hier ran. Oh nein. So mies. Mit dem hätte ich den nämlich töten können. Jetzt habe ich noch deine bleibende Karte oder ein rot oder grün. Ah. Scheiße. Den hätte ich gebraucht. Das ist doch doof. Ja, die Runde sieht schlecht für mich aus. Jetzt kriegt er auch noch fliegend. Auch das noch. Ja, 2 Runden und ich bin tot. Uhu. So überlebe ich wenigstens noch. Halt. Kampf. Kampf. Ich hätte 2 Schaden machen können. Scheiße. Sie hat doch Wachsamkeit. Mann, er hatte nichts zum Blocken. Auch das noch. Einen Schaden kann er machen. Ah, oh, nichts hier, aber auch echt nichts. Und damit ist es so gut wie vorbei. Machen wir hier erstmal eine Pause. So, weiter geht's bei Magic the Gathering. Unserem 4. Duell. 1 verloren, 1 gewonnen, 1 verloren. Theoretisch müsste jetzt ja wieder 1 gewonnen daran sein. Schauen wir mal. Wahrscheinlich kann ich es danach für 5000 ja nochmal spielen. 15.000 hatten wir. Dann kann ich ja diesmal bei der Deckgestaltung anders vorgehen, weil ich hätte halt nicht gedacht, dass man so viel Mana übrig hat. Also meine Zauber kosten 0, aber diese ganzen Effekte, Tapfähigkeiten, die mehr als 5 kosten, kann ich halt überhaupt nicht wirken. Na, geht's jetzt auch mal los? Falls der Gegner aufhört, gebt mir lieber einen Sieg dafür. Ich brauche unbedingt Edelsteine. Und ich gebe für Spiele kein Echtgeld aus. Ach komm schon. Na endlich. 1,5 Minuten warten. Snap Beats.
gibt eine langsame Leitung. So, kriege ich einen wieder, den mit Wachsamkeit vielleicht. Gleich im ersten Zug meinen 7-7er zu kriegen, wäre natürlich auch fett böse. Aber die Chance bei 40 Karten ist so gering. Na los! Hat 100 Pro was Besseres. Ein 4-4er. Der jetzt fliegen kann. Scheiße. Zweimal Flugfähigkeit auf den gespielt. Okay. Damit kriege ich zwar auch Fett Damage, aber ja. Damit könnte ich zwar jetzt eine Verzauberung zerstören, aber das war's auch. Oh nein! Aber krass, dass er das jetzt spielt. Auch aus dem Friedhof, aber das waren jetzt zwei Karten. Ich finde es das blöd, dass man da nicht richtig gucken kann, was der hat. Jetzt. Der hat die dreimal drin, okay. Das sieht auch wieder ziemlich schlecht aus. Aber hier kann eine Karte wirklich viel entscheiden. Komm ich. Vor allem die habe ich zweimal, die Karte. Die ist sogar praktisch. Ich brauche irgendwas, um den zu wegzuhauen. Oh nein! Achso, das ist nur die. Jetzt muss ich kurz überlegen. So kämpft der Mist. Die Chance, ich kann 12 Schaden machen, wenn ich den jetzt mit Eile hole. Das andere Ding ist, ich werde wohl kaum so lange überleben. Könnte nächste Runde tot sein. Deswegen sollte ich jetzt so viel Schaden wie möglich machen. Was hab ich denn getan? Wie dumm war das denn? Scheiße. Das war jetzt richtig bescheuert. Oh nein, jetzt holte sich den wieder und gibt seinem Dings fliegend.
Und zieht erstmal, okay. Oh Mann. Aber gut, das hätte eh nichts gerade an meiner Niederlage geändert. Krass, wie viel Pech man haben kann. Yay. Zwei Sets. Das mische ich dann, denke ich mal, in die andere Folge noch mit rein. So, ist hier irgendwas Neues dabei? Ja, die da oben. 100 Mal kostet dann 2. Den habe ich aber schon. Den Zauberbalger. So, die sind ja jetzt neu. Das Set kenne ich noch gar nicht. Zombies! Leider zu wenig Zombies. Damals war Zombies mein Deck. Aber hier gibt es, auch wenn ich mir Karten herstellen möchte, gibt's kaum Zombie-Karten. 1, 2 von früher gibt es, aber das war's. Tja, könnte ich jetzt also nochmal machen. Ja, dann erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.